mein Beitrag hat ja den Zweck, zu belegen, euch einen Eindruck zu geben, ist diese Antwort, ja, das kann man finanzieren, wie solide ist die, damit ihr euch selber ein Bild machen könnt. Krankenhausfinanzierung, ich gehe auf die verschiedenen Ebenen ein, die Bundesebene, ich sage was zu Berlin und ich sage was zu den Servicebetrieben, Servicebereichen. Das ist sozusagen ein Bild, was die Krankenhausfinanzierung in eine einzige Grafik darstellen soll. Das ist, ihr seht, den blauen Bereich links, das sind die Investitionskosten, also das sind Kosten für Gebäude, für Großgeräte. Diese Investitionskosten kommen in allen Ländern aus Steuermitteln aus dem Landeshaushalt. Und den roten Bereich seht ihr, das sind die Betriebskostenfinanzierung. Das kommt von den Krankenkassen. Das ist Geld für die Krankenversorgung, also Personal, medizinischer Sachbedarf, Heizung, Essen und so weiter. Und da es so zweigeteilt ist, heißt das ganze Ding duale Krankenhausfinanzierung. Und ihr seht den rot markierten Bereich, die Investitionslücke. Im Bereich der Investitionen ist in allen Ländern, hat man ungefähr das Problem, dass ungefähr die Hälfte der Investitionen, die da kommen müssten, von den Ländern nicht gezahlt werden. Ich sage es euch jetzt mal für Berlin. Ich habe jetzt extra keine Folie gemacht, wo ich die Zahlen in die Folie reinschreibe, sondern ich trage sie mündlich vor. Der Hintergrund ist, dass die Datenlage nicht sozusagen nicht deckungsgleich ist. Man weiß, was die Krankenhäuser in Berlin insgesamt ausgeben, aber zum Beispiel der Investitionsbedarf der Unikliniken ist bisher nicht beziffert. Aber als Gefühl, für ganz Berlin, die Krankenhäuser in ganz Berlin kosten 5,1 Milliarden Euro ungefähr. Wie gesagt, ohne die Investitionen der Unikliniken, aber sonst alles dabei. Die Betriebskosten, der rote Block, sind ungefähr 4,7 Milliarden. Und die Frage ist, was bleibt jetzt für die Investitionen? Die Berliner Krankenhausgesellschaft hat eine Umfrage gemacht unter den Krankenhäusern. Die haben gesagt, wir brauchen 350 Millionen im Jahr. Punkt ist, dass der Senat kann da gar nichts drauf antworten. Der kann nur gesagt, gefühlt ist es mir zu viel. Und wenn die Krankenhausgesellschaft fragt, dann sagen die natürlich hohe Beträge. Das Problem ist, dass man es gar nicht entscheiden kann, weil es gar nicht erhoben wird, sondern das Land legt ein Stück weit fest, wie viel es bereit ist zu zahlen. Kleine Geschichte der Krankenhausfinanzierung. Wir hatten 2002, also vor 20 Jahren, 180 Millionen für Investitionen. Das ist krass abgestürzt in Berlin bis 2011 auf 82. Und die Senate seither haben gesagt, damit kommen die Krankenhäuser überhaupt nicht aus. Wir steigern. Der jetzige Senat hat für 2019 gesagt, wir wollen die Krankenhausinvestitionen 2019 auf 170 Millionen wieder steigern. Das ist fast der Betrag, den man vor 20 Jahren schon mal hatte. Und für 2020 auf 200 Millionen. Das sind die Größenordnungen, um die es hier geht. Kalle Kunkel, den vielleicht etliche hier im Raum kennen, hat ja nachgewiesen oder diskutiert, was ist denn das? Sind das wirklich echte 200 Millionen? Er kritisiert, dass vieles davon in Krediten finanziert wird. Das kann ich jetzt hier nicht vertiefen, aber die Größenordnungen, dass man sagen, ein Gefühl dafür hat. Dann gehe ich weiter. Wie kommen die Krankenhäuser raus? Sie können darauf reagieren, indem sie entweder sagen, ja, wir kaufen keine Geräte mehr, dann fahren wir halt mit den alten Geräten weiter. Oder wir renovieren nicht mehr, wir bauen nicht mehr. Was sie wirklich machen ist, dass sie aus den Krankenhausgeldern für die Versorgung Mittel umleiten. Das ist eine legale Möglichkeit. Die Krankenkassen gefällt das nicht, aber sie haben keine Möglichkeit, da Einspruch zu erheben. Und ich habe euch noch da hingeschrieben, in der Diskussion wird oft gesagt, na, die Krankenhäuser finanzieren Investitionen eben aus Eigenmitteln. Sie müssen Gewinn machen, damit sie Investitionen tätigen können.
in den Geschäftsberichten der Privaten steht. Wir haben eine hohe Innenfinanzierungskraft. Kann man eigentlich sagen, was dahinter steckt, ist eigentlich alles Käse, sondern es ist umgeleitetes Geld, was von den Krankenkassen für die Krankenversorgung gegeben wird. 60% dieser Betriebskosten in der Krankenversorgung sind Personalmittel. Hier sind ja viele, die in Betriebsräten und sonst wo aktiv sind. Das ist jetzt sicherlich nichts Neues. Wie wird diese Lücke gestopft? Ihr seht hier, die Krankenkassen geben Geld auch für bestimmte Personalmenge in die Häuser. In jeder DRG steckt ja auch Geld für Personal. Wenn jetzt das Management im Krankenhaus sagt, naja, wir kriegen für 4 Leute Geld, wir arbeiten aber mit 3 Leuten, wir organisieren unseren Betrieb so, dann hat man natürlich die Möglichkeit, eine Person in Richtung Investitionslücke zu schieben und man kann, wer die Kurzformel, da werden Baustellen mit Personalstellen finanziert. Das Elend kennen ja auch viele. Jetzt komme ich zu den Servicebetrieben. Ein Krankenhaus, das sollen diese Zahnräder zeigen. Ein Krankenhaus ist wie ein großes Räderwerk. Ohne die Räder, die ineinander greifen, funktioniert es nicht. Und das ist mir ganz wichtig, auch Servicebetriebe sind konstitutiv, sind Räder, ohne die ein Krankenhaus überhaupt nicht läuft. Sie sind de facto integriert in die Krankenhausabläufe. Und es gibt eben, das ist jetzt auch bekannt, diese Idee, wir machen eine GmbH draus, dann sind wir draußen aus dem Tarifbereich, dann können wir die betriebliche Altersvorsorge sparen, dann können wir weniger bezahlen. Das heißt, der Servicebereich bekommt eine andere Rechtsform, das ist der gelbe Kreis. In der Funktion für das Krankenhaus ändert sich überhaupt nichts und auch in der Finanzierung dieses Betriebs oder dieser Dienstleistungen, die ein Krankenhaus braucht, ändert sich vom Grundsatz nichts. Das will ich auf der nächsten Folie zeigen. Also, entweder wir haben eigene Küche, dann kommt das Geld von den Krankenkassen und die Mitarbeiter der Küche kriegen einen Teil von diesem Geld als Lohnkosten. Wenn der Küchenbereich eine Service GmbH ist, dann geht das Geld vom Krankenhaus ebenfalls in den Servicebetrieb, eben nur in der Form eines Entgelts für die Küchenleistung und geht dann an die Mitarbeiter. Also betriebswirtschaftlich nichts wirklich anderes, nur eine andere äußere Form. Und jetzt gehen wir mal in die Situation des Managements. Also warum das gemacht wird, da brauche ich nicht viel dazu sagen. In diesem Kreis, diese Ausgliederung ist ganz wesentlich getrieben, um Personalkosten zu kürzen. Wer das macht, hat folgendes Problem. Wenn ich ausgliedere in eine GmbH, kriege ich 2 Steuerpflichten. Die eine ist, wenn ich von einem fremden Betrieb Dienstleistungen beziehe, muss ich Mehrwertsteuer darauf bezahlen. Was passiert? Moment. Und das Zweite ist, vielleicht weniger bekannt, das ist auch gewinnsteuerpflichtig. Das heißt, alles, was der Servicebetrieb leistet, unterliegt auch der Gewinnsteuer. Das heißt, es macht eigentlich gar nicht viel Sinn jetzt, wenn man Geld sparen will, durch die Ausgliederung auf Kosten der Mitarbeiter, wenn man dann anschließend wegen der Steuer wieder sozusagen mehr zahlt, als man vorher gezahlt hat. Also gibt es 2 Reaktionsmöglichkeiten. Man vermeidet die Steuer legal, die Mehrwertsteuer dadurch, dass man eine steuerliche Organschaft eingeht. Das liegt dann vor, wenn die Krankenhausmutter, der Krankenhausbetrieb in der Servicegesellschaft bestimmen kann, wie die arbeitet und beispielsweise, indem man Mehrheitseigner ist, aber auch indem man den Geschäftsführer, die Geschäftsführerin einsetzen kann und der auch sagen kann, wie sie arbeiten soll. Und die Frage ist jetzt, wie vermeidet man die Gewinnsteuer? Also wenn man jetzt Finanzinvestor wäre oder ein ganz großer oder Starbucks, dann würde man irgendwelche konzerninternen weltweiten Verrechnungsmodelle machen oder man würde auf die Billigsteuer in die Steueroasen ziehen. Aber wie macht man es in Berlin, wenn man sowas als Vivantes und Charité natürlich nicht machen kann? Die Antwort ist eigentlich ziemlich einfach. Der Betrieb macht gar keine Gewinne.
Heißt, man vereinbart schlicht und einfach zwischen Krankenhaus und Servicebetrieb, du kriegst Entgelte für das, was du mir lieferst. Und zwar, die sind genauso hoch, dass eine schwarze Null übrig bleibt. Ich will das mal nennen, sozusagen flexible Entgelte. Komme ich nachher nochmal drauf zurück. Das ist die Finanzierung von Servicebetrieben. Jetzt wechseln wir in die Situation, die wir jetzt gerade haben. In ein paar Tagen läuft das Ultimatum aus. Verdi, im ganzen Betrieb sind Sie da, im ganzen Betrieb organisieren Sie, im ganzen Betrieb stellen Sie Tarifforderungen. Gabi hat die ja vorher vorgestellt. Was macht das Management? Wie kann man das finanzieren? Also ich fange mal an mit dem großen Bereich hier, bettenführende Stationen. Da haben wir folgende Situation. Wir haben seit 2018 das Pflegepersonalstärkungsgesetz und das beinhaltet, dass sowohl die Lohnkosten und auch Lohnkostensteigerung in der Pflege für Pflegepersonal als auch die Anzahl, wenn mehr Personal eingestellt wird, dass das alles komplett von den Krankenkassen refinanziert wird. Das heißt, diese Tarifforderungen sind durch das Pflegepersonalstärkungsgesetz im Prinzip ganz einfach jetzt aus Krankenhaussicht zu refinanzieren. Es gibt aber Forderungen für die Funktionsbereiche, für die Servicebetriebe. Ich habe ja jetzt nicht alle Rädchen im Krankenhaus aufgezeichnet, sondern eben nur stellvertretendes OP, Physio und Servicebetriebe. Wie kann man das finanzieren? Und da ist eine der wesentlichen Finanzierungsquellen aus meiner Sicht, ist das, dass man die Investitionslücke, dass man diesen Kanal, wo das Geld kontinuierlich abfließt, was eigentlich für die Krankenversorgung gedacht ist, was aber verwendet wird, um einen Teil der Investitionslücke zu schließen, dass man hier dicht macht und dass das Land alles bezahlt, was an Investitionen notwendig ist und nicht nur Teile davon. Das ist zwar Gesetzeslage, aber es ist eben nicht Praxis. Damit kann man diese Dinge finanzieren und es wäre legaler, als man es heute macht. Jetzt gibt es gerade um die Servicebetriebe und diese Forderung Riesenauseinandersetzungen in der Regel mit dem Management. Und es gibt unter Umständen Drohungen, dass man sagt, ja, also dann müssen wir die Servicebetriebe dicht machen. Die machen ja keinen Gewinn. Wir müssen sie nach außen verlagern. Warum die keinen Gewinn machen, das haben wir gerade schon gehört, wegen der flexiblen Entgelte. Aber diese Lösung oder diese Drohung, wir verlagern das nach draußen, die würde Folgendes heißen. Das kommt wirklich von einer Fremdfirma und jetzt kommt ist die steuerliche Organschaft ist hinüber. Dann müsste auf jede Leistung Mehrwertsteuer gezahlt werden. Wenn es ein Externer ist, dann will der Geld damit verdienen zusätzlich und Geld aus dem Betrieb rausziehen. Das muss irgendwie auf den Preis drauf. Und dann kommen noch so qualitative Dinge. Was machst du, wenn die Qualität vom Fremdanbieter nicht stimmt? Kannst du sagen, okay, dann suche ich mir einen neuen. Aber was für ein Riesenaufwand ist es, den Anbieter zu wechseln mit allen Folgen. Oder aber ich bin abhängig vom Dienstleister. Ich könnte ihn zwar theoretisch loswerden, aber wie kriege ich meinen Betrieb geregelt, solange ich im Wechsel bin? Also jede Menge Folgen, die fürs Management durchaus richtig kritisch sind, sodass ich davon ausgehe, dass diese Option nicht wirklich in Frage kommt und wenn ich, soweit ich es überblicke aus meiner bisherigen Praxis, ich kenne zurzeit keinen Bereich, es mag es vielleicht ganz vereinzelt mal was gegeben haben, aber ich kenne keinen Bereich, auch bei den privaten Konzernen nicht, wo sie so einen Weg gegangen wären. Also, ich gehe davon aus, Servicebetrieb bleibt drin. Und die Frage ist, geht das denn überhaupt unter heutigen Krankenhausfinanzierungsbedingungen, TVÖD in Servicebetrieben zu bezahlen? Dann kann man, muss man nicht nur so betriebswirtschaftlich argumentieren wie ich gerade in den letzten paar Minuten, sondern dann kann man auch einfach gucken, ob es andere gibt, die es können.
und das ist jetzt eine nicht vollständige Aufzählung, TV in Servicebetrieben gibt es schon im Klinikum Fürth, das ist ein Stufenplan, dass sie auf diese Höhe kommen. Ganz neu gibt es das jetzt in einem Tarifvertrag am Klinikum Nürnberg, ganz frisch abgeschlossen. Dort gibt es das, die volle TVÖD ab 2024, dazwischen gibt es Zwischenzahlungen. Es gibt TVÖD im Servicebetrieb in Ingolstadt. Es gibt Augsburg, da ist die Ausgliederung verhindert, das heißt, da hat es immer TVÖD gegeben. Und in München, Sonderfall, da gibt es in den Servicebetrieben vom Münchner Klinikum, also sehr vergleichbar eigentlich mit Vivantes, die haben dort aus lokalen Bedingungen dann TVL, aber sprich volle Tarifbindung mit allem, was dranhängt. Also es ist möglich. Und ich komme jetzt zur Zusammenfassung, wo ich nochmal aufliste, was ich in den vorangegangenen Folien gesagt habe. Also es gibt harte Finanzierungsquellen. In der Pflege ist es Personal als auch höhere Löhne vollständig von den Krankenkassen finanziert. In den anderen Bereichen muss das Management die Finanzierung hinkriegen. Und da ist die wesentliche Quelle, oder eine wesentliche Quelle, dass das Land die Investitionen anständig und vollständig finanziert. Und Servicebetriebe sind überhaupt nichts anderes als die anderen Bereiche, werden genauso finanziert. Also da ist die Finanzierungsquelle dieselbe. Vor allem die Investitionskostenlücke ist da entscheidend. Und dann habe ich noch eine weiche Finanzierungsquelle aufgeschrieben, die man schwer abschätzen kann. Das ist so ein bisschen ähnlich wie im Vortrag von Jenny Aufenberg, dass man durchaus begründet vermuten kann, dass man in Zukunft sich besser stellt in der Krankenhauslandschaft. Aber man kann das heute nicht messen. In dem Fall würde ich es nennen, gute Versorgung, guter Service wird es bei Charité Vivantes geben und können da deswegen eher Personal gewinnen als andere Krankenhäuser. Und das kann unter anderem dazu führen, dass die Fallzahlentwicklung in diesen Häusern künftig günstiger ist als in anderen, was dann auch wieder eine günstige, in der Finanzierung sich günstig auswirkt.